Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier auf der wunderschönen Canterbury Infinity. Wir haben kurz vor 22 Uhr und das Lenkrad spinnt wieder, weil ich da kurz rausgekommen bin. Mann, oh Mann, oh Mann. Was ich da für Schere rein da und mit dem Lenkrad hin und wieder ab, ist Wahnsinn. Ja, passt. Beim ersten Mal, wie ich angefangen habe zu spielen, beim Lenkrad noch rechts lenken, ist sofort gegangen, noch links, aber wir müssen eine Vierteltürumdrehung machen. Ich habe die Mission da jetzt fertig. Da führen wir jetzt was weg. Ich habe die ganzen Silageballen verkauft. Bis auf zwei. Ja, stecke ich im Verkehr fest, ist schon klar. Der Fahrverräter ist gerade wieder zum Händler geschickt worden, um einen Kack zu holen. Und die Folge, weil ich die Dings kaufen. Den erschlagt aus. Nur ist es mit dem Gold leider nicht ausgegangen. Also, ihr könnt noch jetzt von der Gewächshäuser verkaufen, dann geht es locker aus. Ums mal 269, die die brauchen. Deswegen wollte ich schauen, dass ich die Mission nicht fertig bringe. Fürs restliche Gold. Und ich muss ein Korka noch kaufen, das heißt, wenn es blöd läuft, ja, nicht nur wenn es blöd läuft, ich muss ein bisschen Gold dazu aufnehmen, was ich aber nachher, weil in der Nacht arbeiten tue, das nachher gleich wieder zurückzahlen tue. Und zwar, weil ich brauche ja noch einen Hänger, um die Tiere zu transportieren. Der kostet mehr, was ich gesehen habe, noch einmal 25.000. Aber eins nach dem anderen, das kriegen wir in die Folge rein. Ist übrigens die Folge Nummer 200, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Oder verschaut habe, eigentlich ja. Die 200. Folge. Wird halt gut passen, 200. Folge. Noch die Schachtaste dazu. Ist die Halbzeit. Und da habe ich jetzt. Bei der Halbzeit sind 7 Felder. Geräte haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Ein bisschen größer und stärker könnten es langsam sein. Oder werden. Aber Fabriken sind noch einige offen und vor allem die teuren Sachen sind noch offen. Also da kommt in den nächsten 200 Folgen noch eine Menge auf uns zu. So. Dann schauen wir mal. Ich hasse das Lenkrad. Ich weiß nicht, was das jetzt wieder gehabt hat. Aber es hat sich gerade wieder kalibriert. Ich vermute mal, dass irgendwie der Stecker wieder nicht passt. Weil da ich ja mit auf Twitch angefangen habe zu streamen und dort aber begonnen habe jetzt mit Fishing Simulator zu streamen. Da tue ich mir das Lenkrad losstecken und weg. Wäre möglich, dass es daher kommt, dass er das nicht gar so mag. Ist ja wurscht. So, und jetzt bitte noch ein schönes Gold dazu. Jawohl. Oh.
7000 Euro und jetzt noch Mission abschließen, auch noch mal 3000. Perfekt, und damit haben wir Unterstand 270.000. Reicht für die Einnahme, was wir machen wollen. Aber gestern sogar ein Plus. Ende des Tages, heute. Aber ich habe heute noch keine Kosten. Zuerst. Wo ist er? Ja, entlassen. Was, zu dir komme ich gleich. Oder was ich mache gleich. Ist ja wurscht. Machen wir es gleich, tun wir gleich abfallen. Und dann schicken wir ihn wieder mit zum Hof. Na komm. Müsste eigentlich reichen. Händler Hof. Passt. So. Das ist ja unser, das ist ja unser. Den brauche ich noch. Deswegen bleibe ich gleich mal da. Jetzt zuerst. Was kostet es? 267.000. Das Gold haben wir. Bevor ich aber einen Blödsinn mache. Lacht aus, passt. Und kaufen. Ja. Wo sagt jetzt unser Kontostand? Wieder mit 185.000 im Minus. Kriege vielleicht in der Nacht noch einer. Warum habe ich da 2 Mille 130? Habe ich da inzwischen noch mal was aufgenommen? Aber ich muss ja aufnehmen. Und zwar 25.000, wenn es mir nicht da ist. Das heißt, auf. Jetzt habe ich schon mehr. Wurscht, passt schon. 1160. Ich brauche ja ein bisschen für den Helfer. Auch noch. Jetzt kaufen wir was. Wir kaufen was, wir kaufen was, wir kaufen was, und zwar an die Transporter. Da bringe ich 10 Schafe sogar eine. Denn kaufen, ja. Okay. Zurück. Er steckt den Verkehr fest. So, ja, genau, der steckt im Verkehr fest. Stimmt. Ihr habt da ja mein. Und das Lenkrad kalibriert sich schon wieder. Kurze Fixe, was da mit dem Dreck ist schon wieder. Die Einstellung ist auch wieder futsch. Und schon wieder kurbeln wie ein Fulltap. Wo ist denn der jetzt, der Stempel? Dann geht er auf der Seite, glaube
Meine Güte, hä. Ich hasse, wenn sowas passiert, hä. Und jetzt aber. So. Okay, ich jetzt ist schon. Dann wollen wir mal zum Händler. Zu dumm dafür, der ist einfach zu dummer. Ich hasse den Helfer, wirklich. Das sind, na, ich hoffe, dass sie beim 22er wirklich gescheiter werden. Jetzt mache ich dort da das bisschen selber fertig. Und dann können wir die Schafe holen. So. Bisschen muss ich dort nachher nacharbeiten, das habe ich jetzt schon gesehen. Da sollte der Helfer jetzt einmal entlang fahren. Ich hoffe, dass ich jetzt eine Zeit lang Ruhe habe von dem. Weil danach muss ich das Feld nämlich noch düngen und dann aussehen und dann noch einmal düngen. Dann hätte ich nämlich alle 7 Felder endlich fertig. Aber das wird sie nicht mehr miterleben, weil das mache ich in der Nachtschicht jetzt. Aber zuerst kommt. Die ersten Tiere dran. Ja, das. Und das Lenkrad auch wieder. Warte, was ist denn das halt für eine Aufnahme? Das ist ein Wahnsinn. Da kriege ich einen Aufflug. Irgendwas ist im entweder der dämliche Helfer oder das Lenkrad. Und das OBS zum Aufnehmen spinnt dazu. Schau schon wieder das Lenkrad. Pack, ey. So. Und jetzt hoffe ich, dass er Ruhe ist. Bist du der Bad? Ich hab's jetzt noch einmal ausgestreckt und eingestreckt, das Lenkrad. Und na, er tut's wieder. Wie oft willst du den auch kalibrieren? Wo haben wir unseren Schopfstall überhaupt? Andere Seitentrümker, wir hätten die nächste müssen eine nehmen. Und jetzt ist wieder das Lenkrad so. Rechts lenken reagiert er sofort. Links lenken eine viertelte Umdrehung. Bester Deppert, eine Katastrophenaufnahme, die Halbzeit. Und der kalibriert schon wieder. Bester Deppert.
Ich hoffe, dass er jetzt nicht kalibriert, dass er nicht noch in den Hof eine fährt. In meinen Ocker. Oder? Es ist ein Wahnsinn. Es ist einfach nur ein Wahnsinn. So, aber die 200. Folge, die werden wir schon irgendwie um mich bringen. Ich glaube, ich muss mich da herstellen, oder? Wie viel nehmen wir mit? 4 Stunden braucht ein Schaf in 24 Stunden. Das wären dann 6 Schafe. Dann nehmen wir 6 Schafe mit. Aber jetzt starte ich nur schnell deinen Helfer wieder. Ich wollte eigentlich viel früher fertig werden, dass ich noch bei Tageslicht das Ganze machen kann. Aber so ist das Leben. Da und da. Helfer aktivieren, passt. Er schreit zwar noch eh wieder, aber ist ja wurscht. Soll er schreien? So, war genug da auf der Seite gefahren, weil ich hab ein bisschen Bange an einem Lenkrad. Komm, Lenk. Das heißt für mich, so wie die Aufnahme vorbei ist, die Software von Logitech neu starten, genauso wie es Lenkerl noch einmal aus und ein. Ein Wahnsinn. Ob nur ich die Probleme oder gibt es andere Leute auch, was die Probleme haben? Schreib es mir mal in die Kommentare. Ciao, er tut schon wieder. Er hat sogar sauber eingelenkt gerade. Kühe, Schweine. Und wo kommen die Schafe hin? Produkt, Schweine. Produkte, Mist, Schinkenpaletten, Fleischpaletten, Schwein. Zu blau. Hä? Mist? Mal da eine. Ja. Hallo. Kein Eingang, nur Personal. Das ist alles ein bisschen anders jetzt aufgebaut, gell? Schweine. Warte mal, so bloß, dann nimm keine Schafe. Jawohl. Dann nimm keine Schafe. Geil.
Finde ich super. Finde die exquisit. Ja. Ich war nämlich drauf aus, so wie beim 17er, dass man Schafe auch zum Schlachthaus bringen kann, aber dem Anschein hat es nicht. Das heißt aber, ich könnte es eigentlich so dann verkaufen. Dann verkaufen wir es halt. Hoppala, Licht. Weil ich kriege wieder eine. Innerhalb von 24 Stunden kriege ich eine dazu. Das heißt, die werden wir dann verkaufen jetzt. Nur Schweine und Kühe. Mal schauen, was sie bringen. 6 Schafe. Drum. €6.000. Ja. Kaufen 1500, verkaufen 1000er. Verkaufen wir es ja. Gut. Also, das lief heute alles nicht wie geplant. Ist der echt komplett fertig? Schauen wir schnell. Ist der fertig mit dem? Benötigt da unten ist noch was. Das Tupfel da. Das macht man auch. Und dann geh. Die Nachtschicht da. Passt. Und damit entlasse ich euch für heute. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ich gehe jetzt eine Nachtschicht an. Ist gar nicht so gelungen, weil Nacht habe ich auch. Das heißt, ich mache die Folge noch fertig. Ich schaue, dass ich noch eine Mission einmache. Und dummerdumm, vielleicht Holzarbeiten, mähen dann auch. Arbeit ist genug, wie ihr wisst. Aber ich muss die Stunden in der Nacht ein bisschen nutzen, auch fürs Arbeiten und fürs Gold sammeln. Wie viel Gold nachher ist, weiß ich nicht. Das, was einmal sicher ist, oder jetzt beim Beginn einmal. Was ich als erstes mache, weil es eh schon wieder ist, das Lenkerl. Einmal komplett alles neu starten. In diesem Sinne wünsche ich euch heute einen schönen Tag, beziehungsweise schönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.